So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Die letzte ist jetzt schon so 2 Stunden her. Hab grad ein bisschen Pause gemacht. Von daher wieder frisch ans Werk. So. Iberia. So viele DLCs. So. Wir sind ja mittlerweile fast am Ziel, ne? Weil da bloß noch so 400 Kilometer oder irgendwie sowas, also quasi ein Katzensprung. Oh, 230, oh, Lass siehst du. uns loslegen. Ah, stimmt, da werden ja so perfekt eingeparkt hier. Nice. Gut, let's go. Na komm, zieh vorbei. So, 80 dürfen wir. Gut, gut. Das ist zum Glück der einzige, ich sage jetzt mal, Vorteil. Wir dürfen zwar 180 fahren, aber wenigstens ist diese 80 relativ konstant. Und nicht so wie in Amerika, wo man mal 55, dann wieder 65, dann 75 oder wieder 55 und dann, ne, wo es alle 3 Meter wechselt. Das ist hier so ein bisschen konstanter. So. 3 Stunden brauchen wir noch. Schlafen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ah ja, doch, wird schon. Also, wenn wir ankommen, wird unser Bett wahrscheinlich wieder rot sein, aber das ist kein Problem. So, was aber ein Problem ist, ist die Stille. $3.500. Wow, wir haben erst ein Gehalt bekommen. Oh, Alter, guckt euch schon unser Gehalt an. 7.000 Euro. Ich habe gerade Dollar gesagt, ne? Bei den 3.000? Ja, nee, das war natürlich Euro. Geil. Cool. Ist doch schon in den Level aufgestiegen? Scheinbar nicht. Schade. Wow. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wenn wir die Mission jetzt abgeschlossen haben, dann haben wir ja wieder so 50.000. Alter, diese Ruckler. Das ist ja heute ganz schlimm. Das heißt, wir haben noch 20.000 auf der Bank. Können wir also unsere Garage nochmal weiter ausbauen und dann nochmal einen weiteren LKW holen, ne? Sollte eigentlich alles passen. Sehr geil. Dann haben wir schon 3 LKWs. Unser LKW, den wir jetzt gerade fahren, der ist ja schon soweit ausgerüstet. Von daher können wir mal ein bisschen Geld für weitere LKW veranschlagen. Wird mal Zeit hier. Schon Folge 60 und wir haben gerade mal 2 LKW. Also zwei zusätzliche LKWs. Wobei wir noch gucken müssen, wie in der Lackierung. Mit dem Neongrün sieht zwar ganz cool aus. Aber ich weiß nicht, ob ich das so behalten möchte. Ich meine, wir kriegen die LKWs kaum zu Gesicht, also kann es uns eigentlich egal sein. Und unsere Mitarbeiter müssen damit leben. Von daher.
Da vorne kommt der erste Zollposten. Von zwei, glaube ich. Halt schon eng hier. Und sie dürfen gar nicht durch. Ups. Ja, ich glaube, ich sollte mal oben auf die Schilder achten, gell? Auto, Auto, Auto. Plus die eine Spur für LKW? Was ist denn hier los? Eieiei. Definitiv eine der Sachen, die ich an ETF nicht vermisst habe. Kackzoll. Was machen die da jetzt so? Außer warten. Oh, schon wieder Einkommen. Alter, das geht hier richtig ab. 4.700 Euro, Alter. That's not bad. Schon haben wir 11.000. Na, das heißt also, mit dem dritten LKW machen wir definitiv. Genug Geld haben wir dafür da. Na komm, zieh vorbei. Danke. Achso, hier vorne ist schon wieder Maut. Hat sich auch voll gelohnt hier. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen... Ah, schon wieder offen. Okay. €23, Alter. Voll die Geistkrallen. Kragen. Ist aber ein Auto. So, noch 50 Kilometer. Dort sieht er gut aus. Müssen wir bald unser Ziel erkennen, ne? Ah ne, da geht es einfach nach rechts. Okay. Was halt schon auffällt, ist, dass ich meine, Amerika bewegt sich ja eher so in der Ebene. Ne? Also in Amerika gibt es natürlich auch Berge, Grand Canyon und sowas alles. Aber die Autobahnen bewegen sich alle immer eher so im Talgebiet. Weswegen die Autobahnen eigentlich immer relativ eben sind. Bei Europa hingegen ist es aber eher nicht so. Ja? Da hast du wirklich, dass die Autobahnen auch wirklich durch die Berge durchziehen. Und dementsprechend zum einen relativ häufig bergauf bergabfahrten hat, vor allen Dingen aber auch sehr viele Tunnel hat. Ist ja hier wirklich, gerade wenn du halt mit einem ATS gefahren bist, da fällt dir, oh, wir müssen hier nach rechts, da fällt dir richtig auf, wie viele Tunnel es hier eigentlich gibt.
ist richtig, richtig heftig. Da vorne drin viel Gras. Grazia. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts ab. Gelb, grün blinken. Okay. Die mal ja komisch an mit das Thema. Dieser Gras hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und fertig. Oh. Oh. Dadurch schaffen wir es jetzt mehr als ein Level. Oh, wie hier machen wir auch schon alles. Wow. Ah, waren wir schon fleißig. Na gut, klar, bei Level 17. Ne? So. Als allererstes. Aber hiervon noch mindestens. Ah, die brauchen beide. So, Garage Manager. Garage aufrüsten. Richtiger Skydeck, Alter. Da kommt schön viel Sonnenlicht rein. Also die Fenster hier vorne haben sie echt schlecht gemacht. Das sieht aus, als wenn die Räume super kurz wären. Da hätten sie ein bisschen mehr Tiefe einbauen müssen. Bei den Fenstern vorne. Also bei den Büros. Seite gedings gedöns da. So. Jetzt LKW-Manager. Nein, halt. LKW-Händler. Volvo. Da. Online kaufen. Flotten. Und das Ding hier wollen wir. Kaufen. Upp. So. Haben wir noch 40.000 übrig. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren Mitarbeiter innen. So. Keiner von ihnen hat Fernfahrer. Das ist jetzt dann traurig. Hm. Also hier haben wir schon mal zwei. Na komm, jetzt mal ein bisschen was hier für die Frauenquote. Let's go. So, einmal Fernfahrer. Also, Level bei Fernfahrt. Sehr geil. Fahrermanager.
Dann bekommt Veronica auch noch hier die Spezialisierung rein. Sehr schnicker. Ich finde es auch immer ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal, dass sich hier diese Bewertung hauptsächlich danach richtet, was das Höchste ist. Ja? Weil, ich meine, er hier ist zum Beispiel besser als er. Weil er hat insgesamt schon 3, er aber schon 4. Aber es wird ja aus der Bewertung nicht ersichtlich. Ja. Weiß ich nicht. Und hier ist der Sprung extrem groß, ne? Er hat 3 Punkte, sie hat aber auch schon 2 Punkte. Trotzdem ist er gleich einen ganzen Sprung vor ihr. Ist aber gleich mit jemandem, der schon 4 Punkte hat. Also irgendwie, die Bewertung hier hätte man echt besser machen können. Naja, was soll's. Wobei, ich weiß gar nicht, die Bewertung ist ja irgendwie eine Kombination aus dem, was das Maximale ist und dem, was das Minimale ist, ne? Weil wenn alles voll ist, dann haben wir, glaube ich, eine Bewertung von 10. Oder? Müssen wir nochmal nachgucken bei meinem privaten Spielstand. Aber glaube ja. Gut. Das heißt, wir haben jetzt 3 LKW, 3 Fahrer, sehr gut. Achso, ich hätte eine Mission erstmal aufnehmen müssen. Schon wieder? Wieso baut mir immer die Welt erst so nach und nach auf? Ich glaube, ETS 2 ist kaputt. Vor allem immer, denn nachdem wir unsere Garage ausgebaut haben, ne? Der scheint ja intern zwar die Kamera umzustellen, aber das dann nicht wieder zurückzustellen, weswegen er dann quasi erst die Objekte nachladen muss, wenn wir wieder im Spiel drin sind. Wenn ihr nicht gerade versteht, was ich meine. So, ein bisschen. Auftragsangebot, Frachtmarkt. Mal gucken, was das von hier so alles gibt. Medizinische Ausrüstung. Das klingt ja schon scheiße. Ich meine, dafür immerhin eine leichte Fracht, ne? Gerade bei 5 Tonnen. Beide ins gleiche Ziel, okay. Wäre mir natürlich lieber, wenn wir irgendwo hinfahren. Wir wollten ja zum Beispiel nach hier unten mal hin, ne? Dass wir da irgendwie in die Richtung kommen. Ah, da siehst du das hier zum Beispiel. Ist doch genau das, was wir gerade gesucht haben. Let's go! Gar nicht lange überlegen, sondern direkt ab. Ach so, wir müssen ja. Wir müssen ja noch hingehen. So, wir mal gucken. Wo können wir denn pennen gehen? Danach müssen wir uns auch nochmal eine neue Mission suchen. Weil die da bereits abgelaufen sein dürfte. Ich sehe aber kein Bett. That's not so good. Hier unten ist, da haben wir noch ein bisschen Strecke. Ja, okay, fahren wir unten hin. Gut. Warum ist hier die Treppe? Wenn das Ding da nicht gewesen wäre, diese Kack-Rentner-Auffahrt. Oder diese behinderten Leute. Da hätte ich voll hier wenden können, aber nein. Natürlich nicht. Ah, das ist dumm. Jetzt machen wir lieber. So. So. Passt doch. Ich mache mal hier einfach mal Markierungspunkt, so ungefähr. Los. Ah, noch jetzt wissen wir. Okay. Guck mal, so viele Parkplätze hier, ja? Aber kann ich nur einfach mal hinstellen. Demnächst rechts abbiegen. Da ist ein bisschen dumm. Genau.
rechts ab. Warum ist hier eigentlich die Haltelinie hinter dem Übergang, Überweg, Gedingsgedöns? Laut der Linie müsste ich halt hier so parken. Kommt immer keine Sau mehr rüber. Das ist echt dumm. Oh, wir haben Grün. Immer geradeaus. Oh, Straßenbahn. Hallo, Ampel? Da. Oh, wir haben Grün. Da siehst du, das ist auch eine der Sachen, die ich aus dem ETS definitiv nicht vermisse, dass die Ampeln auf unserer Seite sind und nicht auf der anderen Straßenseite. Über die US und A. Dürfen wir überhaupt fahren oder sind nur für Straßen gedacht? Links halten. Nein, die Kohle, Auto fährt ja auch auf der Spur. Okay. Hä, hier fährt geradeaus. Hier gibt es keinen geradeaus, das ist ein Haus. Was soll dieser Pfeil da? Der Pfeil müsste nach links zeigen. Well, that's interesting. Voll die rote Welle hier gerade. Immer geradeaus. Klagenfurt. Okay. Name klingt ganz schön komisch. Lang geschickt, sag mal. Ah, da war ich ja also mit dem Linksabbiegen doch richtig. Aber hier gibt es keine Spur, die hier so lang geht. Okay. Das ist ja auch blöd. Weil eben, ich dachte, wir fahren hier lang und dann fahren wir hier so runter. Aber hier gibt es ja keine Linksabbieger. Also, ne, hier fehlt irgendwie. Was ist das für ein Bullshit? Vor allem, da ist ja auch noch, wie man da sieht, zwei so Kanten. Ich glaube, hier gehen auch noch Straße oder hier könnten locker noch Straße in die Richtung abgehen. Dumm oder so? Ah ja. Oh Digga, 50 EP, Digga, wir sind direkt nächstes Level. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bitte links halten. Oh, sehen wir schon wieder. Rechts nehmen.
unten, links, rechts und unten. Ach ja. Da vorne wahrscheinlich. Also da. Gut. Dann haben wir mal einen großen Bogen. Hacken dann gleich mal. Das verbrauchen wir zwar eigentlich nicht wirklich, aber hey, wenn wir eh schon hier sind. Immer schon rein mit dem Gesöff. Der Kopf wieder scheiße ist vegan. Hallo? Kann ich hier mal... Also noch perfekter kann ich doch hier. Oh. Okay, vielleicht bin ich doch etwas zu weit rechts. Ich verschieb gerade die Tonne. Aua! Aua! Oh mein Gott, das ist ja gar nichts mehr hier. Bin ich denn gerade? Also jetzt steht wirklich perfekt drauf. Aber er lässt mich nicht parken. Okay, guck mal diese Folge. Das wird ja noch ein paar Stunden dauern. Alter, immer dieses Kack mit den Parktaschen. Das ist so behindert implementiert, dass man da irgendwie immer ganz speziell drauf stehen muss. Und ist so ganz komisch. Im echten würde man einfach so komplett quer drauf stehen, Motor abschalten und ins Bett gehen. Fertig. Naja. Gut. Wie gesagt, guck mal nächste Folge. Weil ist auch weit und breit die einzige Parktasche. Also wenn wir da nicht pennen können, haben wir ein Problem. Bis dann.